some certain gods in Grisha long ago. They are big and strong and their eyes are flaming gold. Most people looked at them with terror and with fear. But for legal foes, they had such important roles. They control the life of every creature, every nature such as fire. But they also have some human features, emotions and desire. Geliebte Gottheiten, willkommen im Olymp, willkommen zu Stadtgott gesucht. Wie viele von Ihnen bereits wissen, ich bin Hermes. Ich geleite Sie als göttlicher Moderator durch diese spannende und skandalöse Show. This is the one, oh goddess of magic. No doubt she'll entrance you with one of all her charms. Just be nice to her, she won't do any harm. Ah, that's gracious to be deeply wisdom. There's just me to sit alone. Don't you ever try to tell her lies, cause she always knows. Welcome to here the gods you get to know. I introduce them one by one. Welcome to the show. Here is waiting one and six. But in the end, I will have won. Welcome to the show. Here the gods you get to know. No doubt you will witness today. Welcome to the show. I'll be knowing how it goes. Now let the game finally begin. Mal wieder
ist es soweit. Eine Stadt sucht eine Gottheit zum Verehren, zum Anbeten. Wir haben also keine Kosten und Mühen gescheut und die Besten, wirklich nur die Besten, eingeladen, um herauszufinden, welcher oder welche der ideale Treffer für unsere noch allzu gottlose Stadt ist. Wer der Gewinner ist, wen Sie am meisten mögen, von wem Sie sich am meisten zu profitieren, zu erhoffen, von wem Sie sich am meisten zu profitieren erhoffen, das entscheiden Sie, Sie ganz allein. Das brandneue Volks-Live-Abstimmungstool lässt Sie alle selbst entscheiden, wer die neue Gottheit wird. Zum Konzept der Show. An sich ist das Format ein einfaches. Die Kandidatinnen und Kandidaten verbringen Zeit gemeinsam und werden währenddessen durchgehend von Ihnen unter die Lupe genommen. Die Götter werden die Möglichkeit haben, im sogenannten Emotionenraum über ihre Gefühlslage zu sprechen. Diese Szene werden wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Sie können sich also auf eine interessante Reihe an ungefilterten Szenen freuen. Kommen wir jetzt aber zu den Stars dieser Show. Darf ich vorstellen, die Gottheiten höchstpersönlich. Tell them while they're here, cause they may just run away from you. You never know quite when, well, then again it just depends how long a time is left for you. A highest mountains, a fact the deepest rivers, you can have it all, but life keeps moving. We take it in, but euch alle wiederzusehen. Ja, diese Chance, die wir bekommen, unsere Qualität zu beweisen. Klasse! Also ich weiß ja nicht so ganz. Ich fühle mich nicht so richtig wohl. Und die Aura, die ihr mitbringt,
gefällt mir auch nicht so ganz. Ach Quatsch. Aura hin oder her. Einer von uns wird über diese Stadt herrschen. Was soll das überhaupt für ein Kaff sein? Du wurdest eingeladen? Bist du nicht schon längst in Rente? Also bitte! Ich mag zwar nicht mehr die Jüngste sein, aber regieren schaffe ich wohl noch. Da braucht man Reife für, nicht bloß Schönheit. Bestimmt. Hör nicht auf den Schwachsinn. Mag mir jemand einen Kaffee holen? Keiner? Dann nicht. Alles muss man selber machen. Also ich kann regieren, ohne Probleme. Konflikte sind meine Spezialität. Bleib lieber bei dem, was du kannst. Deine Qualitäten liegen eher beim Nahkampf. Also mit dir war der Nahkampf ja besonders reizvoll. Aber ehrlich, du willst es gleich mit einer ganzen Stadt aufnehmen? Du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch ein totaler Idiot. Du hingegen hast deine Zeit auch nicht gerade für einen Bildungsurlaub benutzt. Doch nicht mal für einen Schminkkurs. Oh, also von allen Göttern hier habe ich dich am allerwenigsten vermisst. Also wenn mich jemand vermisst hat, dann ja sicherlich du. Wie geht es eigentlich deiner jetzigen Freundin? Ich habe keine. Ich suche was Richtiges. Etwas Festes. Dann werden dir Hekates Oberschenkel sicherlich nicht gefallen. Aber jetzt mal im Ernst. Du suchst was Festes? Ja, ich habe nämlich gemerkt, dass mich mein bisheriger Lebensstil nicht erfüllt. Wie sieht's denn in deinem Liebesleben aus? Keine Zeit für so einen Quatsch. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, das Liebesleben anderer in Wallung zu bringen. Deswegen möchte ich ja sesshaft werden. Aber wenn überhaupt, dann jemand, der mich versteht. Jemand, der weiß, was ich brauche. Also ich weiß, was du brauchst. Tust du das? Ja, aber mit dir in einer Beziehung sein, da gehe ich lieber in die Unterwelt. Kannst mich gleich mitnehmen in die Unterwelt. Bei dem Gedanken, mit dir zusammen zu sein, wird mir schlecht. Und außerdem, du bist eh nicht mein Typ. Ist das so? Was ist denn dein Typ? Gut aussehend. Und ich bin nicht gut aussehend. Nicht wirklich. Du bist auch nicht mein Typ. Steh mir also auf Brünette. Ich habe braune Haare. Ich meine halt ein anderes Braun. Schau mal, die Sonne geht gerade unter. The sun is nearly gone. The lights are turning on. A silver shine that stretches to the sea. You stumbled on a view that's tailor-made for two. What a shame those two are, you and me. A world in God, with love this word in sky, but there is only you. And I, and we've got no shot. This could never be. You're not the type for me, and there's not a spark inside. What a waste of a lovely night. Well, let's get something clear. I think I'll be the one to write that.
Also, ich muss ja schon sagen, das ist echt kräfteraubend hier. Die Aura, die Energie, die anderen Götter mitbringen, negativ, ganz negativ. Meine Chakren sind nach so kurzer Zeit schon völlig aus dem Gleichgewicht. Dabei habe ich vorhin erst hab ich versucht zu meditieren und meine Steine aufzuladen und es hat nicht funktioniert. Ständig ist jemand reingeplatzt und wie gesagt, diese schlechte Energie in der Luft lässt es einfach nicht zu. Und obendrauf kommen auch noch diese Blicke der anderen. Die beobachten mich ständig. Vorhin, als ich mir Müsli gemacht habe, hat mich Hekate beobachtet. Aber nicht einfach so, sondern mit so einem wertenden Blick, als wollte sie mich prüfen und mir danach eine Zusammenfassung aller meiner Fehler geben. Und das macht mich ganz nervös. Das Rauben meiner Privatsphäre. Dabei bin ich doch einfach nur eine durchschnittliche Göttin. Und das sage ich nicht einfach so. Ich habe nämlich einen Persönlichkeitstest entwickelt. Eos-Test werde ich ihn nennen. Der hat meine Selbsteinschätzung genau bestätigt. Aber durch den ganzen Stress, naja, habe ich angefangen, ein bisschen zu trinken. Also, vielleicht trinke ich auch ein bisschen mehr als ein bisschen so eins, zwei, drei Gläser? Ach, was sag ich da? Flaschen. Mittlerweile sind es mehrere Flaschen pro Tag. Wo war ich jetzt? Ach ja. Abends geht es bei mir nicht selten bis spät in die Nacht. Alkohol. Und morgens muss ich früh raus. Logisch, Göttin der Morgenröte. Ich muss Apollo seine Stalltür öffnen. Dafür ist der feine Herr sicher viel zu wichtig. Aber eine gute Sache hat das frühe Aufstehen. Ich sehe Apollo jeden Morgen und
Manchmal helfe ich ihm sogar mit seinem Riemen. also den Zügeln meine ich. Aber ihn ansprechen und ihm meine Gefühle gestehen, das werde ich niemals. Ich werde auch so schon immer so rot. Und naja, da bleibt dann eben nur noch der Alkohol. Anfangs waren es 2, 3 Weingläser pro Woche, maximal. Mittlerweile sind es mehrere Flaschen pro Tag. Aber habe ich das nicht schon gesagt? Naja, es ist jedenfalls vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Und wenn ich getrunken habe, dann fühle ich mich nun mal, als würde ich schweben über den Wolken. Und nichts macht mir das aus. Wenn ich dann mal aber keinen Intus habe, dann fühle ich mich beobachtet. Von allen. Ständig. Irgendwie ist das ja süß.
wie sich all die anderen Götter anstrengen und sich Hoffnung machen, wenn da schon feststeht, dass ich gewinne. Ich bin der mit Abstand Beste unter denen und werde deshalb selbstverständlich vom Volk gewählt. Ich sag's euch, wie es ist. Dass die anderen überhaupt denken, dass sie eine Chance hätten, ist erbärmlich. Ich meine, man muss sich einfach mal anschauen, was ich so alles geleistet habe als Gott. Ich bringe den Menschen ihre Sonne, ich sorge für einen positiven demografischen Wandel mit der Pest und obendrauf kommt noch die Kunst, die ich den Menschen zur Verfügung stelle. Dank mir sind sie glücklich. Und außerdem können sie mich den ganzen Tag lang bewundern. Everybody's Darlings, everybody's Rindvieh. Ich kümmere mich und was kriege ich? Ja, das können theoretisch auch alles die anderen Götter. Aber niemand, wirklich niemand macht das so gut wie ich. Ein Danke wäre vielleicht angebracht nach meiner ganzen harten Arbeit. Einfach nur ein Dankeschön. Ein Dankeschön? I see what's happening here. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how to feel. It's adorable. Well, it's nice to see that humans never change. Open your eyes, let's begin. Yes, it's really me, it's April, breathe it in. I know it's a lot, the hair, the bark. When you're staring at an ancient god. What can I say except you're welcome? For the tide, the sun, the sky. Hey, it's okay, you're welcome. I'm just an ordinary Greek god. Hey! What does the thumbs and cold up the sky? When you were wandering yay high this sky. When the night's gone cold, you stole you fire from down below. You're looking mad at yo. Yeah! Whoa! I lasso the sun. You're welcome to stretch your legs and bring you fun. Also I harness the breeze. You're welcome to fill your sails and shake your trees. What can I say except you're welcome? For the islands are pulled from the sea. There's no need to pray, it's okay. You're welcome. I guess it's just my way of being me. You're welcome. I'm thinking of it. Honestly, I could go on and on. I could explain every natural phenomenon. The tide, the grass, the ground. Old Red Horse April just messing around. Arkle and Neil and Barry discuss. Sprouted the tree, now you got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't listen to April when he's on a breakaway. And the tapestry here on my skin is a map of the victories I win. Look where I've been. I make everything happen. Look at this wonderful April who's always the greatest. Hey! Well, anyway, let me say you're welcome for the wonderful world you know. There's no need to pray, it's okay, you're welcome. But come to think of it, I gotta go. Hey, it's your day, you say you're welcome. 'Cause I'm gonna need your vote. I'm winning this show, you know you're welcome. 'Cause April can do anything, he's strong. You're welcome. You're welcome. And thank you. Göttin der Unterwelt bin ich, auch noch für Mond und drei Wege, also so Wegkreuzungen mit heulenden Hunden in der Nacht. Nichts für Weicheier wie diese Lappen von jungen Göttern,
die sich hier so breit machen. Aber wirklich wichtig ist, alle kommen früher oder später zu mir in die Unterwelt. Ich sag immer, das Leben ist kein Ponyhof. Trotzdem sind alle immer so depressiv, wenn sie dann im Jenseits ankommen. Nun erstmal ein paar Worte zur jetzigen Situation. Ich sag mal so, ich als reife Göttin komme hier nicht wirklich gut klar. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Ich weiß noch, wie man richtig regiert, wie man eine richtige Göttin ist. Diese ganzen anderen Nichtsnutze haben doch keine Ahnung. Es ist schon schlimm genug, dass wir hierher geladen werden und so eine Show veranstaltet wird, nur damit eine Stadt eine Gottheit zum Anbeten bekommt, dass sowas überhaupt nötig ist. Aber dann auch noch solche Banausen hier zu haben, grauenhaft. Meine Mitgötter, damals, uff, geschliffene Diamanten, Kolosse und Giganten, würde ich zu denen sagen. Aber hier, heute, nur irgendwelche Kieselsteine, Nymphchen und Gnome. Ganz schwach und schlimm. Schlimm ist dieser frische Wind, wie manche zu sagen pflegen. Was soll diese neue, moderne, progressive Art des Herrschens sein? Quatsch, sag ich. Wie es früher war, war es am besten. Traditionell, mit den Werten der ältesten Göttergenerationen. Die haben es so lange, so gut gemacht. Warum irgendetwas ändern? Veränderung ist per se nichts Kontraproduktives, aber warum Veränderung aufzwingen, die nicht gebraucht wird, sag ich immer. Ich glaube, es muss denen mal jemand klar machen, was früher alles besser war und wieso wir die alten Wege wieder aufbauen sollten. Ich sag es noch einmal, früher war alles besser. Und damit alles besser wird, sollte ich hier gewinnen. I used to rule the world. Seas would rise when I gave them wine. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
was a wicked and wild wind. Blew down the doors to men, shattered windows and the sound of drums. You couldn't believe what I had become. Revolutionary fate. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, ich freue mich so sehr. Es ist so schön, hier zu sein und diese Chance wahrnehmen zu können. Danke, vielen Dank. Das bedeutet mir echt viel, zumal es mir extrem wichtig ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ich meine, was wären wir Götter, ohne die Gesellschaft, die Menschen? Nichts. Die Menschen machen uns erst zu Göttern. Na, wie auch immer. Es ist so großartig, die anderen Götter in diesem sozialen Setting zu sehen. Sehr aufregend. Und so eine außergewöhnliche Idee, das Volk voten zu lassen, wer die Gottheit für diese Stadt wird, wäre ich nicht drauf gekommen. Und das, obwohl ich ja gewissermaßen nicht ganz unweise bin. Und ich muss sagen, ich würde es wirklich jedem gönnen. Tolle Persönlichkeiten sind hier vertreten und jeder, wirklich jeder, wäre eine hervorragende Gottheit für diese Stadt. Zu meinen persönlichen Referenzen. Mein Bereich bezüglich der irdischen Bevölkerung ist die Wissenschaft, das Handwerk und die Technik.
also quasi der MINT-Bereich. Definitiv meine Lebensaufgabe. Um konkret zu werden. Ich habe die Olea Europaea, den Olivenbaum, zu den Menschen gebracht. Sie können damit ihre etwas ausbaufähigen Speisen schmackhafter machen. Sie können mit Hilfe einer kleinen Tonlampe, wie ich sie ganz billig abgeben kann, ihre Abendunterhaltung aufhellen. Sie können das Öl mit Düften anreichern und, wenn es sein muss, sich damit einschmieren. Des Weiteren bringe ich den Menschen Wohlstand, das Geld. Sollte ich gewinnen, habe ich Großes vor. Es wäre mir eine riesige Ehre. Ich habe lange, sehr lange nachgedacht und versucht, Lösungen für jegliche Probleme der Menschen und der Götter zu finden und bin zu folgender Schlussfolgerung gekommen. Man muss bei sich selbst anfangen. Es bringt nichts, immer auf die anderen zu schauen. Man muss wirklich in sich gehen und bei sich anfangen. Was kann ich tun, um eine bessere Göttin zu sein, um eine bessere Person zu sein? Das ist wirklich wichtig, ehe man sich mit irgendwelchen anderen Problemstellungen befassen kann. Deshalb ist mein Plan genau das. Ich möchte vermitteln, dass man alles schaffen kann, wenn man begriffen hat, dass man bei sich anfangen muss. Yourself and make a change. I am starting with the God.
Schwerter haben negative Energien. Dann wurde es plötzlich ganz hart, oder was? Reißt euch zusammen! Wir haben Zuschauer hier. Und ihr benehmt euch wie pubertierende Gören. Mein Schwert, ich wollte es gerade polieren und dann... Polieren? Wer will denn dein Schwert anfassen? Sind da irgendwelche Fetttatschen drauf? Und lass es aus wie Dönersoße und ich möchte sofort mit mir so drei Spaß anzufassen. Zeig mal her. Also ich sehe nichts. Genau da. Ach, vergiss es. Im Alter lässt die Sehkraft immer nach. Also bitte! Ich mag zwar nicht mehr die Jüngste sein, aber sehen kann ich noch problemlos, Jüngelchen. Warum siehst du dann die verdammten Fingerabdrücke nicht? Weil da keine drauf sind. Rost, weil du so faul bist. Wie sieht überhaupt deine Rüstung aus? Freunde, lasst uns bitte nicht streiten. Wir leben hier auf engstem Raum und da liegt es nahe, dass wir in Konflikte geraten. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Wir dürfen diesem Druck nicht nachgeben. Wir wollen uns die gute Laune nicht verderben. Patalapap, diesem Frechdachs muss man mal zeigen, wo es lang geht. Ah, ich zeig dir gleich, wo es lang geht. Ich bin der Gott des Krieges und ich schlag auf Frauen. Auch Alte! Oh, Leute, bitte! Ich halte das nicht mehr aus! Eure negative Energie entlädt meine Steine und die brauche ich, um es hier auszuhalten! Was soll denn, um es hier auszuhalten, bedeuten? Um es hier bei euch auszuhalten! Ständig beobachten diese Leute mich! Dann geh doch! Apollo. Niemand hält dich hier! Gemeinsam können wir das schaffen! Sollen wir die Friedensbrücke aufbauen, um diesen Konflikt zu lösen? Ja, bitte! Nein! Was ist das denn für ein Unsinn? Lasst uns die Friedensbrücke aufbauen. Es ist empirisch belegt, dass Konflikte mit dieser Methode effizienter gehen. In der Grundschule vielleicht. Ja, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Wir können es auch einfach lassen. Meine Motivation weiterzumachen hält sich auch in Grenzen. So ein fauler Friede hilft nicht weiter. Man muss ihn ausfechten. Ich appelliere an euren Verstand. Wir haben eine Aufgabe, die wir als Götter zu erfüllen nein, haben. Nein, lass sie gehen. Wir müssen dieser untererleuchtet gottlosen Stadt würdige Gottheiten als strahlende Option anbieten. Zu diesen Optionen gehören ihr nun mal nicht. Ich wäre ein besserer Stadtgott als du, bis jemand sein wirst. Lächerlich. Beide solltet euch nichts drauf einbilden, denn Arroganz ist ziemlich viel am Platz.
dann geh doch. Mein Gott sollte doch ausgeglichen sein. Nein. Ihr seid alle völlig unterblichen, denn schnelle Reaktion, Ehrgeiz und Mission sind das Blut. Ist das Badmann denn kaputt? Als wärt ihr kleine Heuchler, die sich nur an meinem Status erfreuen. Das Oberhaupt der Staat. Liebes Publikum, es ist endlich soweit. Jetzt dürfen Sie aktiv werden. Was die Gottheiten hier im Olymp noch nicht wissen, gleich müssen uns drei Götter verlassen. Ja, das ist wirklich schade, aber wir müssen irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Und dazu brauchen wir jetzt Ihre Hilfe. An das gesamte Volk wurden Broschüren verteilt. Öffnen Sie diese bitte und scannen Sie den ersten QR-Code. Durch das Scannen gelangen Sie zu einer Umfrage, bei der Sie Ihre Stimme abgeben können. Nutzen Sie die 15-minütige Pause dafür. Die Ergebnisse stehen fest. Ich bitte unsere Götter zu mir. Applaus.
Liebe Götter, stellt euch bitte in eine Reihe, Schulter an Schulter. Nun, wir haben unsere erste Abstimmung durchgeführt. Das Volk hat entschieden. Mit anderen Worten, zum jetzigen Zeitpunkt müssen uns 3 von euch verlassen. Was? Warum denn? Guten Rutsch, Station. Liebe Götter, ich bitte euch, euch zu beruhigen. Das Volk hat entschieden. Nun bitte in eine Reihe. Diese Entscheidungsrunde läuft wie folgt ab. Ich bitte jeweils 2 Götter nach vorne, zwischen denen dann der Pöbel, will sagen, eure anbetungsvollen Verehrerinnen und Verehrer entscheiden. Ich gebe dann direkt bekannt, wer bleiben darf und wer gehen muss. Wir beginnen. Ich bitte nach vorne Hekate und Aphrodite. Ihr seid beide sehr unterschiedliche Götter. Nicht nur euer Alter unterscheidet euch, sondern auch eure innere Haltung bezüglich des Herrschens. Hekate, du vertraust auf den alten, konservativen Weg, der viele Vorteile bringt, da er nun mal empirisch gesehen gut funktioniert hat. Aber reicht das, um die neue Gottheit dieser Stadt zu werden? Aphrodite, bei dir sieht das anders aus. Du bist jung, frisch und vertraust auf eine moderne, progressive Herangehensweise, die eventuell Gefahren birgt, aber wenn erfolgreich durchgeführt, einen umso höheren Erfolg verspricht. Kommen wir also zur Entscheidung. Das Volk hat für die moderne und progressive Variante abgestimmt. Oh, Aphrodite ist eine Runde weiter. Ich freue mich so, danke. Es tut mir leid, Herr KT, für dich endet die Reise hier. Das ist doch ehrlich, Schwachsinn. Nimm bitte Platz. Aphrodite, für dich geht es zurück in den Olymp. So, und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten. Ares und Apollo, tretet nach vorn. Ihr beide unterscheidet euch tatsächlich nicht so sehr, wie man denken mag. Ihr seid beide starke Persönlichkeiten, die überzeugt davon sind, gute Gottheiten für diese Stadt zu sein. Die Frage ist aber, denkt das das Volk auch? Wehrtüchtigung oder Musikunterricht? Waffenputzen oder Weissagekunst? Lasst uns herausfinden. Das Volk hat wie folgt abgestimmt. Ares, du bist leider raus. Apollo, willkommen in der nächsten Runde. Apollo, du darfst zurück in den Olymp. Mach dir nichts draus, Kleiner. Die gehen nur nach der... Und jetzt kommen wir zu unseren letzten 2 Göttern. Eos und Athene. Tretet nach vorn. Eos? Du scheinst etwas nervös zu sein. Verständlich. Alle schauen dich an. Glaubst du, Apollo erwartet dich schon im Olymp? Lass es uns herausfinden. Also, ihr beide. Wer nimmt den 3. Platz in dieser Endausscheidung ein? Bist du es, Athene? Oder vielleicht doch du, Eos? Ihr beide seid euch überhaupt nicht ähnlich. Eos ist eine sehr zurückhaltende, fast schon unsichere Göttin. Athene hingegen ist offen, selbstsicher und frisch. Aber die Frage ist nur, wie das Volk das sieht. Also schauen wir uns doch die Ergebnisse an. Der letzte Platz der Finalrunde geht an Athene. Herzlichen Glückwunsch. Eos, hierüber Athene, für dich geht es zurück in den Olymp. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Halbfinales angelangt. Ich bitte um einen Riesenapplaus für unsere ausgeschiedenen Götter Hekate, Ares und Eos. Sign
Also, mir war klar, dass ich weiterkomme. Glückwunsch, meine verehrten Mitgötter. Möge der oder die Beste gewinnen. Wisst ihr was? Wir sollten unseren Erfolg zelebrieren. Das hört sich nach einer sehr guten Idee an. Ich schließe mich an. Auf uns! Auf uns! Ex oder hässlich wie Medusa? Nein, was? Ja, dann mache ich auch mit. Medusa. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Mir Schiss. Mögen wir uns kurz an die frische Luft begeben? Bitte. Das ist noch eine. Habe ich schon mal eine Zigarette geraucht? Habe ich eigentlich schon mal Herz auf uns geraucht? Ich hatte schon viele Hausaufgaben geraucht. Der Wein ist qualitativ hochwertig. Der wirkt recht zügig. Haben wir eigentlich zwei Aphroditen? Aphroditei? Aphrodite? Ah, scheiße. Ich glaube, ich war mein gesamtes Leben noch nie so betrunken. Kann ich euch was sagen? Natürlich, immer. Ist mir etwas unangenehm. Ach, Quatsch. Das ist ein Safe Space. Jesus. Ich weiß, ich wirke immer so perfekt und strahle so eine Sicherheit aus, aber hinter der Fassade verbirgt sich einiges. Was genau meinst du? Naja, so sicher bin ich mir gar nicht. Und ein paar Selbstzweifel habe ich auch. Ich weiß nicht, wie man ein guter Gott ist und wie ich mich verbessern kann. Ich versuche in gewisser Weise zu kompensieren, indem ich so tue, als ob. Ach Quatsch. Ich bin mir sicher, wer ist ein klassischer Gott. Stell's dir vor. Apollopolis. Ja. Nein, wie denn? Ich weiß doch gar nicht, was ich tun müsste. Als Stadtgott. Um ganz ehrlich zu sein, mir geht es ganz ähnlich. Ich verstehe einfach das Konzept nicht ganz. Was zählt denn zu meiner Aufgabe als Stadtgöttin? Also ich weiß, dass ich den Menschen helfen soll. Aber wie soll ich Haushaltsaufgaben übernehmen, Schule ausfallen lassen, Mindestlohn einführen? Oder eine libertäre Sexualmoral. Ich hab keinen Blasen. Blasen. Kein Blassenschimmel. Ist völlig in Ordnung. Was zweifel ich so ab? Niemand ist mit solchen Stadtgottsein geboren worden. Das kommt mit der Zeit. Ein paar zweifel ich. Ich habe unzählige und was wenn ich auserwählt werde und komplett versage? Das würde nicht. Was ist, wenn ich dir Menschen leid bringe? Ich bin nicht gut genug, um Stadtgott zu sein. Nicht einmal annähernd. Auch ich bin mir unsicher. Sehr sogar. Aber habt Vertrauen in euch selbst. Ihr könnt das schaffen. Ja, weiß ich ja jetzt nicht. Ich auch nicht. Wenn ich auserwählt werde, dann werde ich mit Sicherheit kläglich versagen. Ich weiß genau, wie du es fühlst.
I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I've gotta face. If I risk it all, could you break my fall? And how do I live? How do I breathe? Why don't you see I'm suffocating? I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? But now I have to risk it all. The writing's on the wall. A million shards of glass that hung me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? And how do I live? How do I breathe? Why don't you see I'm suffocating? I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? But now I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt, jetzt auch durch diese Show abliefern zu müssen, mein ganzes Image zu riskieren. Ich habe das Gefühl, ich muss mich die ganze Zeit nur beweisen. Zweifel sind fein, wirklich. Aber lass sie nicht überhand ergreifen. Bleibt euch treu. Wenn's dafür nicht schon zu spät ist. Gerade fühlt sich einfach alles sinnfreier. Wollen wir nicht einfach schlafen gehen?
Gute Idee. Freunde des Gottseins, lasst uns den Abend mit einer lichtvollen Anekdote meinerseits beenden. Setz dich noch mal kurz auf. Es gab da so eine lydische Schnepfe, Arachne, die sich wahnsinnig viel einbildete, so toll weben zu können. Sie wollte mir partout nicht den Vorrang einräumen, der mir als Göttin doch wohl zustand. Unbedingt. Zweifellos. Jedenfalls gab es da so einen Wettbewerb. Ich habe mir echt den Wolf gewebt. Sagenhaft, so gut war ich noch nie. Aber ich muss sagen, sie war besser. Und außerdem war sie frech. Sie hat die kleinen Liebesabenteuer unseres werten Familienoberhauptes Zeus und die von Onkel Poseidon und ehrlich gesagt auch deinen Apollo dargestellt. Geradezu atheistisch. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe ihren Bildteppich einfach zerrissen. Und als sie sich aufhängen wollte, da habe ich sie in eine Spinne verwandelt. Da kann sie weiterweben und was Nützliches tun. Mir kommt sie jedenfalls nicht mehr in die Quere. Also, verzagt nicht, niemals aufgeben und jetzt schlaf gut. Gute Nacht. Ach du liebe Götter, was ist denn hier passiert? Apollo, Aphrodite, Athene, aufstehen! Bald ist das Finale, macht euch fertig, los! Aufstehen, zack, zack, zack! Und nehmt euren Alkohol mit! Los, macht euch fertig! Meine Damen und Herren, wegen einer kleinen Verzögerung im Backstage-Bereich bitten wir Sie um ganz kurze Geduld und dann können wir Sie mit dem Höhepunkt unserer Show beglücken, dem Finale. Jetzt kommt eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wann hatten Sie das letzte Mal lecker schmeckenden Wein? Nicht nur ein Glas, sondern eine ganze Flasche. Nur für Sie allein. Ewigkeiten muss es her sein. Aber das kann sich ändern. Göttliche Menaden. Frische Weintrauben. Nacheinander und individuell fingerverlesen. Ohne Zwischenlagerung direkt vor Ort. In Wein verzaubert. Göttliche Menatentraube. Abgefüllt in den edelsten Flaschen. Mit einem Korken. So wertvoll wie Gold. Die ganze Präsentation. Ist eine Erscheinung. Göttlich. Luminos. Himmlisch. Göttliche Menatentraube. Von Göttern getestet. Erhältlich im Paradies. Göttliche Menatentraube. Willkommen zurück und willkommen zum Finale von Stadtgottheit gesucht. Unsere drei Finalisten sind Aphrodite, Athene und Apollo. Es sind wahrhaftig drei absolut großartige, fantastische, geile Götter. Und einer von ihnen oder eine wird die neue Gottheit dieser Stadt werden. Auch die schon ausgeschiedenen Götter Eos, Hekate und Ares stehen hier noch rum. Haben wir eingeladen fürs Finale. Ein Applaus! So, jetzt aber zurück zu den Finalisten. Bevor wir die letzte Umfrage dieser Show öffnen, kriegt jeder Gott wenige Sekunden, um ein paar Worte an Sie zu richten. Wir fangen an mit Aphrodite. Warum sollte man dich auswählen?
Okay. Also, ich bin Aphrodite und ich würde mich unendlich freuen, eure Stadtgöttin zu sein. Mir fällt zwar jetzt nicht direkt ein, wieso, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen okayen, also ich würde einen guten Job machen. Also, wenn ihr votet, dann bitte für mich. Ich verspreche euch freie Tempelprostitution, geschlechtergemischte Wohnformen und unendlich viele Lab-Unterschriften. Votet für mich! Die Zeit ist rum. Applaus für Aphrodite. Wir machen weiter mit Apollo. Ja, ich bin ein guter Gott. Ich würde natürlich nur das Beste für euch machen und ja, wählt mich aus. Es gibt keinen besseren für diese Rolle als mich. Und wenn ihr mich auswählt, dann dürft ihr meine prachtvolle Erscheinung unendlich genießen. Kurz und knackig, mag ich. Applaus! Nun, last but not least, Athene! Vorab, ich erbete allen einen wundervollen Abend. Ich bin Athene und ich würde mich sehr freuen, eure neue Stadtgottheit sein zu dürfen. Ich habe sehr, sehr lange nachgedacht und bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass der Schlüssel zum Erfolg in uns selbst liegt. Mein Ziel als eure Göttin wäre es also, euch zu helfen, diesen Schlüssel zu finden und gezielt und richtig zu nutzen. Lasst uns alle bei uns selbst anfangen. Lasst uns unsere Persönlichkeit entfalten und Gemeinschaft gestalten. Also, ich bin Athene und ich wäre sehr froh, wenn ihr mich auswählt. Die Zeit ist rum. Jetzt kommt es wieder auf unser verehrtes Volk an. Auf Sie. Halten Sie Ihre Voting-Geräte bereit. In wenigen Sekunden öffnen wir die letzte Umfrage. Es kann sich nur noch um Augenblicke handeln. Ah, ich habe soeben das Signal erhalten. Die Umfragen sind eröffnet. Die Umfrage schließt in wenigen Sekunden, also bitte auf Abschicken drücken. Und hiermit ist die Umfrage geschlossen. Kommen wir zur Ergebnisverkündung. Der dritte Platz geht an Aphrodite. Einen Riesenapplaus für Aphrodite. Stell dich gerne zu den anderen Göttern. Jetzt wird es spannend. Nur noch Athene und Apollo bleiben übrig. Wer wird die neue Gottheit werden? Die Ergebnisse liegen bereits vor. Die neue Gottheit dieser Stadt heißt Athene! Einen Riesenapplaus bitte! Ich kann es nicht glauben. Vielen, vielen Dank. Deine Chance, ein paar Worte an dein Volk zu richten und die Stadt vielleicht schon zu benennen? Zunächst möchte ich mich bei meinem Vater, Zeus, bedanken. Und natürlich auch bei meiner Mutter.
Zeus, ich danke dem Volk. Ich kann es nicht glauben. Ich werde euch nicht enttäuschen, wirklich nicht. Ich werde für euch kämpfen. Ich werde versuchen, euch das Leben so schön wie möglich zu gestalten. Hast du schon einen Namen für deine Stadt? Die Stadt heißt ab heute Athen. Wow, Athen. Wirklich? Ernsthaft jetzt Athen? Oder hast du noch eine andere Idee vielleicht? Nicht wirklich fantasievoll, aber wird schon passen. Ein Applaus! Oh,
Aber wisst ihr was, meine verehrten Mitgötter? Ohne euch hätte ich das Ganze niemals hingekriegt. Ich werde zwar die neue Stadtgottheit von Athen sein, aber wir sind doch alle Götter und erst diese Gemeinschaft macht uns zu den Herrschern dieser Welt. Ich kann den ganzen Kram schließlich nicht alleine machen. Hört auf zu motzen, nur weil ihr nicht an erste Stelle kamt. Wenn ihr nicht mitmacht, streike ich. Und die Welt verfällt jetzt schon dem Atheismus. Und das wollen wir doch alle nicht. Die Menschen haben halt so einen krassen Respekt vor euch. Ihr wisst schon, das Faszinosum, das Tremendum. Hätten sie euch richtig gekannt, dann hätten sie euch ausgewählt. Ist schon gut, ich brauche meinen Tempel auch wirklich nicht ganz oben haben, das ist wirklich schon gut so, aber du hast immer aufgepasst, dass es uns allen gut geht. Gemeinsam kriegen wir das hin. Bist schon eine Gute. Ja, und ich meine, Olivenöl ist schon wirklich geil. Wenn du Stadtgöttin bist, dann arbeiten wir gemeinsam an einer Rezeptur für Schönheitscremes. Die Haut der Menschen hätte das wirklich nötig. That's the spirit. Ihr seid dabei? Na gut. Mountains, I've had the deepest rivers. You can have it all, but life keeps moving. We take it in, but don't look down. 'Cause we're on top of the world, hey. We're on top of the world, hey. We've been in this for a while now. Hang on this to the ground. We've tried to cut these corners, trying to take the easy way out. We kept on falling short of something. We could have gave up then, but then again we couldn't have, 'cause we've traveled all this way for something. Take it in, but don't look down. We're on top of the world, hey. We're on this for a while now.
das war's mit unserem Musical. Wir hoffen, Sie hatten ganz viel Spaß und Freude beim Zusehen. Und da Sie ja nicht nur die Schauspieler gesehen haben, sondern auch ganz viele weitere Gruppen, würde ich die jetzt alle einzeln mal auf die Bühne bitten. Und da würde ich gerne mit dem Background-Chor anfangen. Ja, auch ich möchte dem Background Chor noch mal ganz kurz danken. Also vielen Dank für die ganze Zeit und euer Engagement, das ihr da reingesteckt habt. Es hat mich wirklich sehr gefreut, jede Woche mit euch zu proben. Und ja, vielen Dank, ich find's toll. Dann würde ich gerne einmal die ganzen Tänzer auf die Bühne bitten, die Sie die ganze Zeit im Hintergrund gesehen haben. An der Stelle möchte ich auch nochmal den Tänzern danken. Ihr müsst wissen, sie haben über Monate hinweg jede Woche lang routiniert und trainiert, an ihren Tänzen gefeilt. Die Choreografien sind selber ausgedacht und es ist einfach unglaublich, was sie in dieser kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben. Nochmal ein großes Dankeschön dafür. Würde ich gerne einmal die Band auf die Bühne bitten, die die ganze Zeit neben ihnen gespielt hat. Ja, auch ich möchte mich nochmal riesig bedanken bei der Band, die so zahlreich ist. Ich glaube, wir hatten also bisher noch selten so eine große Besetzung. Und unter anderem auch dafür, dass wir einfach wöchentlich seit einem halben Jahr mindestens einmal geprobt haben, alle, also die meisten, immer zufällig aufgetaucht sind und wir ziemlich viele Herausforderungen gestemmt haben. Es gibt mehrere, die haben nur aufgrund der Besetzung neue Instrumente gelernt. Dann haben wir Leute, die zum ersten Mal in der Band überhaupt gespielt haben. Manche sogar erst seit einer Woche, weil sie wegen Verletzungen quasi noch Leute, die sich verletzt haben, dann nochmal einspringen mussten. Und dafür haben die nochmal einen riesigen Applaus verdient. Dann würde ich gerne aber noch einer Person danken, die auch am Musical beteiligt war, in der Finalphase dann nicht mehr, aber eigentlich den ganzen Anfang mit uns gestemmt hat, und zwar die Hälfte meiner Leitung quasi, auch Bandleitung. Und zwar Anna, möchtest du auch kurz einmal hierher kommen? Vielen Dank auch an dich.
haben auch ein kleines Geschenk für dich. Auch kurz anhaben. Ah, perfekt. Genau, wir wollten auch, also wir haben gestern schon an das Leiterteam, das da war, ein paar Geschenke vom ganzen Musical-Team quasi von allen Teilnehmern vergeben. Aber wir wollten auch dir, wo du heute da bist, noch eine kleine Miniatursäule geben, zusammen mit einem Gutschein natürlich. Und einfach dafür, dass du auch so viele Stunden investiert hast, so viel Mühe. Das wollten wir dir nicht vorenthalten. Vielen Dank. Dann möchte ich auch Leuten danken, die Sie vielleicht gerade nicht gesehen haben oder gehört haben, sondern die im Hintergrund gearbeitet haben, wie das Schminkteam und das Bühnenbild. Will ich auch der Technik danken, sowohl der Medientechnik als auch der Film-SG, die dafür gesorgt haben, dass sie den Stream haben und von zu Hause zuschauen können und die dafür gesorgt haben, dass wir Licht haben, dass wir Ton haben. Einen riesen Applaus für sie. Arrangeuren der Bühnenbildleitung, der Schminkleitung, der Kostümleitung danken dafür, dass ihr so viel Arbeit in dieses Stück reingesteckt habt, in die Lieder reingesteckt habt und einfach auch Leitung übernommen habt. Dafür ein riesen Dankeschön. Wollt ihr auch nochmal auf die Bühne kommen? Alle Choreografen, Arrangeure. Möchte ich noch der Schulleitung danken dafür, dass wir überhaupt dieses großartige Stück erst aufführen dürfen und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir das überhaupt machen dürfen. Sowie den Hausmeistern, die uns geholfen haben, wenn wir Fragen bei dem Bühnenbild hatten oder bei der Bühne an sich und die dabei geholfen haben, sie auf- und abzubauen. Und ich möchte Frau Sedow danken für die Arbeit am Bühnenbild. Herrn Twardi für die musikalische Unterstützung in der Band und bei den Arrangeuren. Und ich möchte Herrn Müller danken für die großartige Arbeit am Stück mit Emin zusammen und für die ganzen Proben und die Zeit, die sie investiert haben. Und grundsätzlich allen vielen, vielen Dank, dass es so viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich möchte noch einmal mein Leiterteam auf die Bühne rufen. Das ist Emin für die Schauspielleitung, Joanna für die Band, Emma und Josie für den Chor und Sophie für den Tanz. Woo!
wir ja, also der Großteil von uns, also Emma, Emin, ich und Joanna, dieses Jahr den Berg verlassen müssen, weil wir Abitur machen, müssen wir unsere Posten weitergeben. Und da fange ich mal an. Ich habe den Posten der Gesamtleitung an Eva Backfisch weitergegeben. Dann würde ich einfach weitermachen. Und zwar habe ich ja die Band geleitet. Nachdem ich dann am Ende wieder alleine war, habe ich aber beschlossen, dass nächstes Jahr es keine Person alleine machen soll, sondern auch wieder zwei Personen machen. Und zwar eine Person, die für die Band zuständig ist und die andere Person, die für die gesamte musikalische Ausgestaltung zuständig ist. Und für die Band wird Marlon meinen Posten übernehmen und für den Rest Sebastian. Ja, auch ich muss die Schauspielleitung weitergeben, weil ich, wenn alles glatt läuft, auch mein Abitur dieses Jahr mache. Und ich habe mich dazu entschieden, den Posten an zwei Menschen weiterzugeben, weil es dann doch sehr viel Arbeit ist, für eine Person das Skript zu schreiben, Kommunikation aufrechtzuerhalten, dann die Proben und etc. Deswegen habe ich mich für zwei entschieden, und zwar Paukentrommel bitte. Ich gebe weiter an Joel Albrecht und Linda Sandretto. Ja, und auch ich muss jetzt leider die Gesangsleitung weitergeben. Es war mir einfach eine extrem große Ehre, das machen zu dürfen, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und die Person, die nächstes Jahr zusammen mit Cecilia meinen Posten weiterführen wird, das ist die Ann-Kathrin Theobald. Damit wollen wir uns von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und wir sehen uns bald wieder. Some certain gods in Grisha long ago. They are big and strong, and their eyes are flaming glow. Most people looked at them with terror and with fear. But for Greek old folks, they had such important roles. They control the life of every creature, every nature such as fire. But they also have some human features, emotions and desire. God of battles and of wars.
He is handsome and strong as you've never seen before. Some bodies looked at him with terror and with fear. But to our next guest, he is such a lovely dear. She fills up the heart of every creature, full of ecstasy and fire. Charming, beautiful in every feature, goddess of design. Welcome to the show, here the gods you'll get to know. I'll introduce them one by one. Welcome to the show, not really knowing how it goes, but in the end we hope you'll have fun. He rules the sun and sky and never minds the dark. On his daily trip he always happily re-embarked. To bring to all people the sunlight and the fun. In his free time though he also really likes to ride. Next in line is really, really timid, but she always tries, she's nice. In the morning coloring the heaven, goddess of sunrise. Welcome to the show, here the gods you'll get to know. I'll introduce them one by one. Welcome to the show, not really knowing how it goes, but in the end we hope you'll have fun. Liebes Publikum, verehrte Gäste, geliebte Gottheiten, das war es mit Stadtgottheiten. Das war's von uns Göttern hier aus dem Olymp. Guess it's the one, oh goddess of magic. That's of you know her is entirely tragic. No doubt she'll entrance you with one of all her charms. Just be nice to her and she won't do any harm.